Willkommen zurück bei Stomping Grounds. Eva hat mir die Smackdown-Matches und jetzt schon mir die Raw-Matches. Rollins gegen Strowman und noch vieles mehr. Und wir fangen direkt an mit den Matches. Und hier kommt Sanity und das bedeutet, es wird das Finale des NXT Tag Team Turnier. Bedeutet von den neuen Teams in Raw, die frisch von NXT gekommen sind. Hier sind sie, Killian Dane, Eric Young, Alexander Wolf, Sanity. The following contest is scheduled for one fall on the way to the ring, accompanied by Killian Dane at a combined weight of 477 pounds, Alexander Wolf and Eric Young. Und Killian Dane wird als Unterstützung am Ring dabei stehen. Eben hatten wir die Smackdown-Matches gesehen und ich muss sagen, es war wirklich großartig, was wir gesehen haben. Roman Reigns gegen Aleister Black um den WWE Championship. Roman Reigns konnte das Ding für sich entscheiden. Ist WWE Champion geblieben, aber Aleister Black, eine so starke Leistung, was er gezeigt hat. Und Aleister Black kommt auch frisch aus NXT. Genau wie diese Tag Teams. Man darf diese NXT Superstars wirklich nicht unterschätzen. Denn was die drauf haben, ist wirklich atemberaubend und teilweise besser als die Leute, die bereits bei Raw und SmackDown sind. Alexander Wolf und Eric Young steigen zu Sanity in den Ring. Und nun. And their opponent at a combined weight Heavy Machine. 50 pounds. Otis Dolzovic and Tucker Knight. Heavy Machinery. Otis Dolzovic und Tucker Knight. Otis Dolzovic wahrscheinlich mit dem lustigsten Move, den ich je gesehen habe. Mit seinen Caterpillar. Aber man darf sie trotzdem nicht unterschätzen. Denn die beiden haben wirklich stark trainiert, noch zu ihrer NXT-Zeit. Kann man sich auf jeden Fall verdient, hier im Main Roster zu stehen. Alexander Wolf gegen Dolzovic. Nein, Dolzovic am Anfang, genau. Und Dolzovic kommt direkt. Und Wolf fällt ab. Sanity, eines der ersten Teams, die das NXT Wargames Match mitgemacht haben. Und da liegt Otis Dolzovic auf dem obersten Ringseil. Ganz stark, wie sie diese Brücke hier gebaut haben. Dolzovic setzt sich zu wehren mit einem Shoulder Tackle. In die Ecke. Da kommt der erste Tag
von Heavy Machinery. Und auch die mit starken Moves. Nicht ganz so technisch basiert. Sanity eher technisch basiert. Und Heavy Machinery eher ein bisschen stärker basiert, was bei den zwei Kolossen aber auch kein Wunder ist. Und Neckbreaker bei Eric Young. Tag, Wolf ist wieder im Rennen. Direkt mit einem Elbow Drop. Und einem Big Boot. Alexander Wolf, auch ein deutscher WWE-Superstar. Und mit einem Slam von Tucker Knight. Hin. Dozovic ist am Rennen und wird direkt rausgeworfen. Aber Tucker Knight greift hier ein. Eigentlich nicht so erlaubt. Und fliegt jetzt trotzdem raus. Sanity dominiert. Aber Dozovic ist wieder im Ring. Und greift Wolf hinterrücks an. Neckbreaker von Wolf. Sanity, ehemalige NXT Champions. Und da geht er nicht durch, gekontert von Dozovic. Heavy Machinery konnte den Tag Team Titel bei NXT nie gewinnen. Haben es oft probiert gegen die Undisputed Era zum Beispiel. Haben es aber nie geschafft. Und Dozovic in der Ecke. Konnte kontern. Und auch Wolf konnte kontern. Und jetzt ist er wieder in der Ecke. Was passiert? Und Tag. Und sie machen die Brücke noch mal. Und jetzt Eric Young auf Dozovic mit einem DDT. Hebt ihn hoch und wirft ihn weg. Immer wieder beeindruckend, wie diese großen Superstars mit dem kleinen Headbutt, aber auf den Magen. Es ist immer wieder beeindruckend, wie die großen Superstars mit diesem kleinen Attack, was heißt klein, mit diesem eher, wirft ihn aus dem Ring. Killian Dane ist bereits dafür. Eric Young. Und da hat man die Unterstützung von Dane gesehen hier. Wolf macht Platz. Headbutt. Und Wolf greift ein. Dozovic im Ring. Es ist aber immer wieder beeindruckend. Tucker Knight. Das war ein Hot Tag, aber Eric Young kann ausweichen. Und erneuter Neckbreaker von Young. Es ist immer wieder beeindruckend, wie diese größeren Superstars mit diesen eher taktisch basiert, mit diesen Highflyern umgehen. Genauso ein Match haben wir heute Abend, auch in unserem Hauptmatch von Raw. Seth Rollins, unser Universal Champion von Raw. Gegen Braun Strowman. Also dieses Match wird wirklich interessant. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir heute Abend einen neuen Universal Champion haben, ist ziemlich hoch. Denn wenn wir uns die Leistung Pin beinahe. Denn wenn wir uns die Leistung von Strowman in den letzten vergangenen Wochen ansehen. Innerhalb weniger Sekunden gegen Ricochet gewonnen. Innerhalb von weniger Sekunden gegen Titus O'Neil gewonnen. Jetzt ist die Frage, und Tag bei Sanity. Jetzt ist die Frage, was Rollins sich heute Abend ausgedacht hat, um gegen einen solchen Koloss wie Braun Strowman zu gewinnen. Ich meine, er wird nicht umsonst ein Monster Among Men genannt. Knight fährt ab. Wolf fährt ab.
Entschuldigung. Speed liefern diesen ein Konter-Battle und da kommt er mit dem Jumping Neckbreaker. Da wollen sie wieder eintacken, aber er wirft Dosovic rechtzeitig runter. DDT geht in den Pin. Aber Knight kommt raus. Mit dem Kick. Wolf ist auf jeden Fall heiß hier in diesem Match. Und Tucker Knight kontert das Ganze. Superplex bei Tucker Knight. Shoulder Tackle bei Wolf. Tag Team Move bei Sanity in die Ecke gespürt. Und mit einem Uppercut. Dann geht aufs oberste Ringseil. Und Tucker Knight steht auf und kontert das Ganze. Tag bei Heavy Machinery. Ganz stark. Sanity mit dem Eingriff. Erneut am Pin. Und Sanity ist wieder da. Und jetzt greift Tucker Knight ein. Suplex. Wolf ist raus. Das ist die Chance für Heavy Machinery. Aber Young setzt sich da allein zur Wehr. Muss er ja auch. Und bleibt ja nichts anderes übrig. DDT bei Young. Wolf lässt sich immer noch erholen außerhalb vom Ring. Stark, was Young jetzt hier alleine zeigt. Pin. Sanity gewinnt. Heavy Machinery hat nicht damit gerechnet. Sanity gewinnt hier dieses Tag Team Battle. Sanity gewinnt und zeigt direkt, dass sie die Gewinner sind von dem NXT Tag Team Turnier hier. Und da fliegt also Otis raus aus dem Ring. Sanity entscheidet das Ganze hier für sich. Und es geht direkt weiter mit einem 1 gegen 1. Einem Rückmatch von Raw. Von der vergangenen Woche. Joe gegen The Miz. Making his way to the ring from Huntington Beach, California. Weighing in at 282 pounds. Samoa Joe. Die Samoan Submission Machine, Samoa Joe. Samoa Joe eine lange Fehde hier mit Baron Corbin gehabt. Ob die aber so ganz zu Ende ist, wir wissen es nicht.
Aber jetzt muss Samoa Joe sich auf seinen aktuellen Gegner konzentrieren. Und das ist dieser hier. Und los geht das Ganze hier. Mist. Legt direkt gut los. Und Headbutt von Joe. Wie gesagt, Samoa Joe, Baron Corbin. Seit die Roster da neu aufgetrennt wurden. Hey. Kick by Joe. Seit die Roster neu aufgeteilt wurden. Starke Konter von dem Miz. Hat Joe so eine Fehde mit Baron Corbin. Ob das sich jetzt gegessen hat zwischen den beiden, weiß ich nicht. Aber trotzdem muss Joe sich jetzt auf den Miz konzentrieren. Stark von Joe. Und Miz rollt raus. Und mit einem Suicide Dive geht Joe aus dem Ring. Geht direkt gut los hier. Und mit den Kicks zum Gesicht von dem Miz. Shoulder Tackle gekontert. Von Miz. Und Miz geht hier ein bisschen auf Geschwindigkeit. Geht wirklich gut los, der Miz. Und auch mit dem Knee zum Face und dann der Neckbreaker. Der Miz. Mit was für einer Geschwindigkeit der hier Joe beschäftigt, ist er wirklich unglaublich. Aber Joe ist wieder da. Aber Miz kann erneut kontern. Stark, stark, was wir von dem Miz sehen. Der geht allerdings vorbei, aber er kann erneut kontern. Der Miz, der hier zeigen will, dass er es verdient, zu Raw zu gehören. Denn er hat bis jetzt noch nicht ganz so viel Spotlight beim Monday Night Raw bekommen. Und ich denke mal, dass er das auf jeden Fall ändern will. Mit einem Sieg über Samoa Joe ist das auf jeden Fall der Schritt in die richtige Richtung. Und bis jetzt sieht es ja gar nicht mal so schlecht für ihn aus. Und Joe fliegt aus dem Ring. Und zurück im Ring. Stark! Uranagi von Joe. Running Sanctum von Joe. Oh nein. Oh nein! Mist! Da muss er raus. Da muss er raus. Go to sleep. Coquina Clutch von Joe. Und Miz mit einem Headbutt kommt da raus.
was hat der Miz jetzt hier vor? Der Miz mit seinem Submission Move. Figure 4. Ganz stark, beide hier mit Submission Moves. Und Joe dreht den Figure 8 Lock einfach mal um. Headbutt von Joe. Ganz stark hier. Rolling for Joe. Kick out by the Miz. Und Miz kontert hier. Joe. Mit einer Clothesline. Und sehen wir es da. Powerbomb in die Ecke. Und erneut. You're nice, Joe. Der geht zum Pin. Joe macht's. Joe gewinnt das Match. Schade für den Miz, der hier eine echt gute Performance hingelegt hat. Aber Glückwunsch natürlich an Samoa Joe, der dieses Match hier fair für sich entschieden hat. Urinagi von Joe. Und hier der Coquina-Klatsch, aus dem Miz noch rauskam mit einem Headbutt. Und auch der Miz hat sein Figure-8-Lock angesetzt. Der Roll war kein Problem für den Miz, da kam er noch rechtzeitig raus. Here is your winner, Samoa Joe. Und Baron Corbin ist hier. Anscheinend ist die Rivalität der beiden noch nicht vorbei. Corbin attackiert Joe nach diesem Match. Und zum Ringpfosten. Joe wollte doch nur seinen Sieg hier feiern und dann kommt Corbin. Die Rivalität scheint noch nicht vorbei zu sein. Und Joe steht auf und will sich zur Wehr setzen. Aber End of Days von Corbin. Und weiter geht es hier direkt mit der Action. Mit einem Raw Tag Team Titelmatch. The B Team gegen die Hardy Boys in die Raw Tag Team Championship. Der B-Team entstanden aus der Mistourage. Aber Bo Dallas und Curtis Axel, die verstehen sich wirklich gut. Und wenn es natürlich auch gut versteht, sind unsere beiden Brüder Matt und Jeff Hardy. Und die setzen heute Abend hier, genau jetzt, ihre Raw Tag Team Championships aufs Spiel. Team Extreme. Und hier sind sie, Jeff Hardy und Matt Hardy, die Raw Tag Team Champions. Mhm.
Was für eine lange Karriere die wirklich schon hinter sich haben. Matt Hardy, ehemaliger United States Champion, Tag Team Champion. Jeff Hardy, ebenfalls United States Champion. Sogar World Champion war er mal kurze Zeit. Jetzt ist die Frage, können sie sich gegen Bo Dallas und Curtis Axel durchsetzen? Die Chancen stehen auf jeden Fall sehr gut für die Hardy Boys. On the way to the ring, at a combined weight of 462 pounds, Bo Dallas and Curtis Axel, the B-Team. And the B stands for best. And their opponents, at a combined weight of 461 pounds, they are the Raw Tag Team Champions, Jeff Hardy and Matt Hardy, the Hardy Boys. Die Hardy Boys, was man auf jeden Fall sagen muss, sie haben die besseren Chancen in diesem Match. Definitiv, ich meine, sie sind haben so lange Erfahrung. Die Chancen stehen gut, trotzdem können natürlich The B-Team dieses Match auch für sich entscheiden. Und es geht los mit Bo Dallas und Jeff Hardy im Ring. Und Jeff Hardy zeigt direkt mal, was er kann. Da geht das Knie noch rechtzeitig zum Gesicht und stark von Dallas, stark gekontert. Im richtigen, aber auch im letzten Moment. Und Bo Dallas. Versucht jetzt hier immer schön die ganze Zeit Jeff Hardy Schaden zuzufügen. Und auch Matt Hardy. Beides starke Superstars. Auf Ringseil mit ihm. Und stark vom zweiten Ringseil von Dallas darunter. Aber Dallas schafft zu kontern. Gegen Matt Hardy. Und muss jetzt. Und taggt Curtis Axel ein. Von beiden Teams also schon ein Wechsel. Double Close Line. Matt und Jeff Hardy, wirklich eine Geschichte, die die beiden hier in der WWE geschrieben haben. Jeff ist im Ring. Und geht zum Pin. Kurze Zeit waren die Brüder auch mal getrennt. Waren auch nicht immer bei der WWE. 2010 verlor Jeff Hardy ein Steel Cage Match gegen CM Punk. Es war ein Titel versus Career Match. Superplex und Pin bei Jeff. Und CM Punk konnte das Match damals für sich entscheiden und blieb Champion. Und Jeff Hardy musste seine Karriere hier in der WWE beenden. Tag Team Moves bei den Hardys. Aber 2017 kamen sie zurück, WrestleMania, ins Leitermatch. Und seitdem her läuft es hier wieder richtig gut für die Hardy Boys bei der WWE. So, die Frage, wird es weiterhin so gut laufen? Können sie ihren Raw Tag Team Championship verteidigen? Oder verlieren sie ihn gegen das B-Team? Matt Hardy hier. Stark, was er uns hier zeigt. Da wollte Hardy eingreifen, aber hat es nicht mehr ganz geschafft. Und erneut soll jetzt ein Tag Team Move kommen. Ja.
Matt mit dem Tag. Und Bo Dallas konnte sich aber direkt wieder zur Wehr setzen. Und Curtis Axel ist raus. Aber Dallas hat es noch geschafft. Und Jeff Hardy konnte kontern. Jeff Hardy! Pin! Da kam er raus. Bo Dallas liegt gut. Swanton Bomb bei Hardy. Hardy Boys gewinnen das Match. Matt Hardy und Jeff Hardy entscheiden dieses Match für sich und bleiben die Raw Tag Team Champions. Nun kommen wir zu einem Fatal 4-Way Match. Und das Ganze ist ein Elimination Match und es geht um den United States Championship. The Scottish Psychopath, Drew McIntyre, is here. Introducing the challenger, from Ayr, Scotland, weighing in at 254 pounds, Drew McIntyre. Bray Wyatt, der direkt zu Beginn der neuen Raw und SmackDown-Ära den United States Championship holen konnte. Der Midcard-Titel von Raw, der United States Championship, ist also noch nicht gewechselt. Vielleicht heute Abend. Wyatt könnte ihn behalten, es könnte aber McIntyre, Bobby Roode oder Jinder Mahal werden. Bei SmackDown ist der Midcard-Titel allerdings schon gewechselt, und zwar zwischen Rey Mysterio und Kevin Owens hin und her. The Modern Day Maharaja. The Challenger from Punjab, India, weighing in at 238 pounds, Jinder Mahal. Jinder Mahal, der 50. WWE-Champion, konnte bei SmackDown den WWE-Championship sich einmal sichern, wobei man zu dem Run von Mahal wirklich sagen muss, es war sehr viel Glück im Spiel und er hatte damals auch noch seine zwei Singh Brothers mit dabei, die ihm wirklich schon sehr oft geholfen haben. Trotzdem muss man es natürlich akzeptieren. Jinder Mahal war World Champion.
Bobby Roode. Er verbindet auch mit Drew McIntyre eine ganz besondere Geschichte. Denn bei NXT hat Bobby Roode seinen geliebten NXT Championship gegen Drew McIntyre verloren. Und jetzt stehen sie sich heute Abend wieder gegenüber in einem Fatal 4-Way Match. Ein Rückmatch für diesen NXT Championship hatte es nie gegeben, denn Bobby Roode debütierte damals, Entschuldigung, im Main Roster bei SmackDown Live. Unser United States Champion. Bray Wyatt. Ehemaliger WWE Champion. Den aber 2017 bei WrestleMania in einer seiner wohl größten Rivalitäten gegen Randy Orton verloren. Der wohl magischsten Auftritte hier in der WWE. Aber natürlich passend zu ihm, denn er ist auch einer der mysteriösesten Superstars hier in der WWE. Ich glaube, den Charakter von Bray Wyatt, den hat noch niemand durchschaut. Was sich genau in diesem kranken Kopf so alles abspielt. Und hier sehen wir es nochmal, es geht um den United States Championship. Der Ref hält den Titel hoch. Jetzt kann es losgehen. Fatal 4-Way. Und los geht das Ganze hier. Auf jeden Fall hier zu Anfang in diesem Match. Und da sehen wir es eben noch angesprochen. McIntyre und Roode sind im Ring. Jeder probiert hier irgendwie so ein bisschen die Führung zu übernehmen. Was man natürlich nicht vergessen darf, es ist hier ein Elimination Match.
reißt Wyatt raus. Nun im Ring Mahal und Rouge. Man kann natürlich auch ein bisschen taktisch spielen hier in diesem Match. Wyatt steht jetzt im Ring und er wartet, wer als nächstes reinkommt. Und Root kommt rein. Aber Root ist schneller als Wyatt, der die ganze Zeit wartet. Neckbreaker. Und da kann Wyatt noch rechtzeitig abwehren. Wyatt dominierend. Pin bei Bobby Roode. Aber auch McIntyre dominiert Jinder Mahal außerhalb des Rings förmlich. Nur zum Pinnen muss er in den Ring. McIntyre schmeißt Mahal da wirklich rum, als wäre dieser nichts. Und jetzt kann er sich zur Wehr setzen. Und Roode mit dem Kick. Kick-up bei Wyatt. Es kann natürlich auch eine Taktik sein, außerhalb vom Ring zu sein, um sich nicht pinnen zu lassen. Und Bobby Roode ist wirklich der feste Überzeugung, er ist glorious, aber das muss er jetzt erstmal in diesem Match hier beweisen. Und Jinder Mahal kommt wieder zurück in den Ring und kriegt direkt was ab. Mahal und Wyatt im Ring. Uranagi bei Wyatt. Und da kommt Mahal in den Pin. Kommt er raus? Mahal kommt raus. McIntyre wirklich am Dominieren hier. Und da gab es leichte Probleme, wer jetzt hier wen angreifen soll. Wyatt ist raus. Auch nicht so schlecht, sich mal eine kleine Pause zu genehmigen in so einem Match. Alle drei Herausforderer stehen nur am Ring. Nur im Ring. Und wieder jeder greift hier jeden an. Jinder Mahal sieht Wyatt nicht von hinten kommen. Jinder Mahal sieht Wyatt nicht von hinten kommen und ist eliminiert. Ganz stark und clever von Bray Wyatt hier. Der jetzt natürlich hier wartet. McIntyre und Bobby Roode außerhalb vom Ring. McIntyre zeigt da wirklich wieder seine Stärke. Und Roode ist im Ring. McIntyre kommt rein. Sister Abigail. Und kommt raus. Und Bobby Roode wieder auf den Beinen. Uranagi. Roode
ebenfalls eliminiert. Wyatt und McIntyre. McIntyre eben noch den Sister Abigail abbekommen. Und jetzt sind DDT auf dem Boden neben dem Ring. Und Wyatt steht in der Ecke. Und das ist wirklich angsteinflößend, aber so kennen wir es von Wyatt. Kündigt ihn an sein Sister Abigail. Der Kontakt von McIntyre. McIntyre Kontakt. McIntyre steht in der Ecke für sein Claymore. Das könnte es gewesen sein für Wyatt. Claymore Kick von McIntyre. Stark. Wenn er jetzt pinnt, das war's für Wyatt hier. Bray Wyatt mit dem Kickout. Und McIntyre will direkt die nächste Aktion machen. Wyatt fängt das Ganze ab. Mit dem Headbutt. McIntyre blutet. Er weiß gar nicht, wo er ist. Renagi. McIntyre muss komplett verwirrt sein. Sister Abigail. Und das war's wahrscheinlich. Ja. Wyatt bleibt Champion. Hier sehen wir nochmal den Uranagi zu Jinder Mahal. Der überraschende Sister Abigail. Und der Claymore von McIntyre. Das hätte seine Chance werden können. Aber Wyatt kam raus. Here is your winner and still the United States champion, Bray. Und Wyatt bleibt Champion. Kommen wir nun zu dem, worauf wir alle gewartet haben. Is scheduled for one fall. And it's for the WWE Universal Championship. Darauf haben wir den ganzen Abend gewartet. Strowman gegen Rollins. The Universal Championship. Der Riese, der in den vergangenen zwei Wochen zwei Superstars in circa einer Minute besiegt hat, fordert jetzt unseren Universal Champion Seth Rollins heraus. Viele gehen davon aus, dass wir nach diesem Match einen neuen Universal Champion haben. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich glaube auch daran. Und hier kommt er, unser Universal Champion, Seth Rollins. Rollins
der hier auf jeden Fall eine Taktik braucht, um sich gegen diesen Giganten Braun Strowman durchzusetzen. Das Match Ricochet gegen Rollins vergangenes Pay-Per-View beim Super Showdown ging ungefähr 10 Minuten bis zu einer Viertelstunde. Da hat es ja vor uns natürlich geschafft, am Ende zu gewinnen, aber Ricochet wurde in Braun Strowman in fast einer Minute besiegt. Auf jeden Fall braucht Seth Rollins heute Abend eine Taktik, sonst kann es das gewesen sein. Hier sehen wir nochmal die Einblendung. Das Match ist für Raws wichtigsten Titel, den Universal Championship. Introducing the challenger, weighing in at 385 pounds, Braun Strowman. Introducing the champion. From Davenport, Iowa, weighing in at 217 pounds, he is the WWE Universal Champion, Seth Rollins! Seth Rollins, der erste Universal Champion nach der neuen Ära, die hier eingeläutet worden ist. Und er setzt ihn jetzt hiermit aufs Spiel. Rollins gegen Strowman, wobei man natürlich auch sagen muss, Seth Rollins ist noch nie vor einer Herausforderung zurückgewichen. Und die Ringglocke ist geläutet, es gibt kein Zurück mehr für Rollins. Und er versucht sie direkt mit den Schlägen, aber hier ist Strowman. Strowman hat dominiert, Rollins. Da zeigt er einfach seine Technik. Ja, da muss man natürlich sagen, Strowman hat hier wahrscheinlich mit was anderem gerechnet. Dropkick, aber Strowman steht noch auf den Beinen. Denn Rollins ist natürlich nicht so ein Superstar wie Ricochet oder wie Titus O'Neil. Rollins ist der Superstar von Monday Night Raw. Aber Strowman fällt einfach nicht hin. Und ein Move von Strowman und Rollins liegt. Sling Blade von Rollins. Strowman ist down. Wer ist das? Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Was zur Hölle? Seth Rollins gewinnt per Disqualifikation. Wer ist der Fremde hier? Was auch immer hier gerade passiert ist, das Match muss abgebrochen werden und kann so nicht weitergehen. Wir bedanken uns natürlich fürs Zusehen. Sehen uns nächste Woche bei SmackDown und Raw wieder. Das, was hier passiert ist eben, hat auf jeden Fall noch Klärungsbedarf.